Hallo und herzlich willkommen zu Bernie's World. Hallo, aber ich glaube, da auf der anderen Seite war wirklich besser. Jetzt hat er gesagt, wir sollen doch wieder rübergehen. Sollen wir wieder rübergehen? Ich glaube, es ist wirklich besser. Ja? Fühlt sich da wohler? Ja. Also wir versuchen mal wirklich, klar machen wir wieder ein bisschen Spaß, aber euch wirklich ein paar gute Tipps mit auf den Weg zu geben, wie ihr vielleicht die Frau kennenlernt, die Frau eures Lebens kennenlernt oder am besten auch, ja, wie ihr die Frau einfach mal ansprechen könnt, sollt oder auch nicht ansprechen solltet. So. Ich denke mal, Momo hat direkt einen Spruch parat. Wie sollte man eine Frau nicht ansprechen, Momo? Hey Praline, hast du Bock auf eine Füllung? Ach du. Du hast gesagt, ein Spruch, mit dem man nicht bringen soll. Ist so, wann darf mein Zug in deinen Tunnel fahren? Sowas auch, das darfst du auch nicht bringen. Oder was ganz, ganz, ganz Schnulziges, wie ist dein Vater ein Dieb? Kennst du den? Ja. Kennst du den auch, ne? Ist dein Vater ein Dieb und hat die Sterne vom Himmel geklaut und sie dir in deine hässlichen, verschissenen Augen gelegt? Ich habe letztens einen Links, da sagt einer so, hast du ein Auto? Sagt die ja, sagt er, ich bin vom TÜV, darf ich mal deine Hupen testen? Aber der ist auch nicht schlecht. Ja. Der ist auch nicht schlecht. Aber wenn du eine Tür wärst, würde ich dich die ganze Nacht knallen. Leute, sowas bloß nicht. Auf gar keinen Fall. Das kann auch mal ziehen, das kann auch mal witzig sein. Aber wenn das wirklich eine Frau ist, die nicht ganz dumm ist. Ja, richtig. Und ihr nicht 100% ihr Typ seid und sie sowieso schon auf euch abfährt, dann auf gar keinen Fall so einen Spruch bringen. Also wenn ihr keine Aufweichen kassieren wollt, lasst solche Sprüche. Was ist denn mit dem klassischen Hey? Was hältst du davon? Das macht doch jeder Zweite. Ja. Hey, wie viele Frauen wurden schon mit Hey angelabert? Ja, oder auch angeschrieben. Oder angeschrieben, hey. Alles klar, ich habe dich im Gym gesehen, alles klar. Aber du wirst ja auch oft angeschrieben. Ja, deswegen antworte also ich muss, auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne ja meinen Vater und er wird wirklich oft angeschrieben. Er reagiert natürlich nicht auf alles, ein bisschen stolz hat er ja auch noch. Kann er auch nicht, ich glaube, also, ist viel geworden bei dir. Wenn jemand wirklich, wirklich höflich ist, ja, dann klar, kriegt man auf jeden Fall eine liebe und nette Antwort von mir zurück. Und hast du denn auch schon mal Nachrichten von Frauen bekommen bezüglich Training, so, hey, ich habe mal eine Frage, kannst du mir helfen? Also das ist der größte Teil. Meinst du, das ist eine Anmache oder das ist... Nee, ich glaube, die meisten, die interessieren sich wirklich, also viele haben ja nicht so viel Ahnung wie wir. Aber du hast ja auch deinen Doktor, Professor in Sport gemacht und so, ne? Richtig, ich bin ja Doktor. Ja. Von, ne? Sportdoktor. In der Sportmedizin. Also jetzt nicht so wie du, Frauenarzt oder sowas. Ach so. In der Gynäkologie auch. Würdest du denn überhaupt eine Frau ansprechen, Momo, wenn du... Also ich bin jetzt wirklich ehrlich, und das ist jetzt nicht wegen der Kamera, Leute. Das meine ich absolut, das meint er ernst. Wirklich ernst. Ohne Scheiß, seitdem, also ich spreche wirklich, wirklich übertrieben krass Frauen an. Ich bin es mittlerweile gewohnt, dass die Frauen irgendwie mich anschreiben. Ja, aber ich weiß nicht, wieso, warum. Das hätte ich dir auch vorher sagen. Die schreiben mir einfach, hey, oder was geht, oder kommentieren meine Stories und so kommt man ins Gespräch. Er hat ja auch 80% meiner Insta-Bitches abgegriffen. Hey, ist schon mal so eine Sache, die zieht nicht, ne? Die zieht wirklich nicht. Zieht gar nicht. Würdest du denn eine Frau ansprechen, also okay, Momo hat ja gesagt, würde er weniger eine Frau ansprechen, ja, ne? Genau. Aber was wäre, wenn ich einen ansprechen würde, jetzt wissen wir. Genau, wenn du jetzt jemanden ansprechen würdest. Ja. Und würdest du da erstmal auf Signale warten, sowas wie erstmal so ein paar Blickkontakte und vielleicht, dass du das Lächeln dann kommt, dass du weißt, okay, safe, die kann ich ansprechen, ohne dass ich direkt einen Korb kriege. Weil es gibt ja auch, ihr müsst ja auch überlegen, es gibt auch immer viele Frauen. Gehen wir mal jetzt von einem Club aus. Das ist ja so das Standardding. In einem Club. Und dann gibt es ja auch die Frauen, die eigentlich auf dich stehen, ne? Aber so tun, als würden sie dich nicht mit dem Arsch angucken. Das kennst du doch bestimmt auch. Ja, ne? So. Richtig. Die versuchen und dann, halt mit ignorieren so und Kopf hoch und sowas, wo ich am liebsten denken würde, du hässliche Missgeburt, ne, brauchst gar nicht einen auf ignorieren machen, weil das zieht bei mir sowieso nicht. Aber solche spreche ich dann auch aus Trotz nicht mehr an. Ja, weil wenn ihr wirklich Interesse habt, dann das Einfachste ist einfach erstmal wirklich lächeln. Auch wenn ihr... Das nennt man einen Aufbauer. Lächeln. Wenn du jemanden zulächelst, brauchst du sozusagen Blickkontakt auch, weißt du? Genau. Du signalisierst den anderen, aha, guck mal, ich lächle dich an. Ja, ein Lächeln ist ja auch was Schönes und damit kann man erstmal nichts falsch machen. Das ist schon mal ein kleines Zeichen. Dann, Leute, aber auch erstmal gucken auf die Signale. Ihr müsst auch erstmal warten. Wenn da kein Lächeln kommt oder sie kurz guckt und wieder wegguckt, ist das immer so eine Sache. Richtig. Ich weiß nicht, ob ich da noch hingehen würde und irgendwie einen Spruch drücken würde. Erstmal Signale wahrnehmen. Genau. Nicht aufdringlich sein, entspannt sein, Leute. Wie gesagt, nochmal zurück, jeder hat so eine gewisse Menschenkenntnis und du kannst schon an der Körpersprache oder wie die Frau dich anguckt, da kannst du schon mal so ein bisschen ahnen, okay, cool, ich glaube, die mag mich und dann, wenn man schon so ein bisschen, man spürt ja, ne, dann gehst du hin, sagst, hey, alles klar, wie geht's,
gefällt dir die Musik, irgendwas labern. Aber kein Anmachspruch, Leute. Aber da, mit Anmachspruch. Genau, für sowas muss die Frau verstehen. Aber es kann auch manchmal wirklich funktionieren, das ganz Direkte. Ne, das gibt's ja auch. Wie gesagt, ich gehe jetzt wieder von einem Club aus. Da sind die meisten ja eh besoffen oder was weiß ich. Und da kann dann auch mal sowas, je nachdem, was du auch für ein Typ bist, wenn du so ein Typ wie Momo bist, und da kann auch mal sowas funktionieren. Hey, du geile Sau, was geht denn ab? Dein klassischer Anmachspruch im Club, wo du sagst, okay, Signale sind gekommen, ihr habt mal gelächelt, ich gehe jetzt einfach mal hin. Was machst du? Stellst dich erstmal vor mit Namen oder sagst einfach nur Hi oder was sagst du? Ich sag Hi, ich bin der Momo und wer bist du? Ja. Und dann, wenn ihr ihren Namen verrät, dann weißt du, okay, zum Beispiel, die hat schon mal deinen Namen verraten, ne? Ninchi, willst du was trinken gehen? Dann sagt sie ja, wenn nein, dann gibst du eine Ohrfeige. Das war ein Scherz, entspannte Leute. Fragst du die, ob die was trinken will? In dem Fall wird sie natürlich ja sagen, weil wer lässt sich schon nicht von einem attraktiven Teppichflieger mal ausgeben im Club? Dann einfach was trinken, nett sein und vielleicht die Nummern austauschen. Ja, aber kennt ihr auch die Frauen im Club, die nur drauf warten oder die so richtig angegeiert kommen, so und machen dir voll schöne Augen und dann so, willst du mir nicht mal was zu trinken hier holen? Nein, du Bitch, hol dir selber was zu trinken. Sowas geht ja gar nicht. Ja, gibt's aber ein paar dumme Männer, die das dann trotzdem machen. Ja, wenn man sich ausnutzen lässt, selber schuld. Leute, das Allerwichtigste dabei ist, verstellt euch nicht. Genau. Seid einfach wirklich lustig, humorvoll, nicht so aufdringlich sein und weiß ich nicht, einfach ihr selbst. Einfach, da hat er schon recht, seid einfach so, wie ihr wirklich auch seid. Ne? Ganz, ganz wichtig, seid selbstbewusst, da stehen Frauen drauf. Ja. Ne? Wenn man selbstbewusst ist. So wie der Bernhard zum Beispiel. Ne, da gibt es ja auch zum Beispiel, der Momo, der ist jetzt auch nicht der Hübscheste. Der Momo hat ja, keine Ahnung, war noch nicht so besonders, aber er ist richtig selbstbewusst, einfach auf die Frau zugegangen, hat gestrahlt, hat gelächelt, Kopf oben, Brust raus und das hat dann funktioniert. Ne? Hat dann funktioniert. Hat funktioniert, sagst du. Die wurde dann schwach, als sie meine Gorilla-Brust gesehen hat. Hat sie gesehen. Okay, ja. Das war jetzt mal sowas für den Club. Und im Studio, wie würdest du jetzt jemanden, wenn ihr jetzt mal, im Studio ist es eher so ein Ding. Also wenn ich wirklich, wirklich jemanden richtig heiß finde und auch wirklich Interesse habe, eine Frau kennenzulernen, da würde ich mich natürlich ein bisschen mehr bemühen. Also da muss auch ein bisschen männlich sein und Arsch in der Hose haben, weil viele haben den Arsch in der Hose nicht, überhaupt dahin zu gehen. Die werden dann voll verlegen und schüchtern und sagen, oh, die ist richtig gut. Und wenn so ein schöner Mensch vor dir steht, dann traust du dich nicht, diesen Leuten direkt anzusprechen. Ne? Das stimmt, ja. Da fehlt dann meistens nur die anderen, oh nein, ich habe einen Pickel hier oben, ich sieht kacke aus. Ja, und ich muss noch 2 Monate pumpen, dann kann ich sie jetzt ansprechen. Leute, vergisst du was. Geht direkt hin, seid einfach ehrlich. Und vor allen Dingen nicht so aufdringlich. Und nicht verstellen. Nicht verstellen. Bringt die Frau ein bisschen zu lachen, guckt. Aber im Studio ist es auch immer so eine Sache, gibt es dann auch wirklich, ob Mann oder Frau, die Leute, die im Gym sind, die wollen auch wirklich trainieren. Und viele suchen da gar keine Bekanntschaften. Die wollen, gibt es ganz, ganz oft. Ich nehme noch nicht auf. Wo sitzt denn da so? Mein Fuß ist angeschwollen. Dein Fuß ist angeschwollen? Ja. Ah, man sieht nichts. Scheiße. Guck mal an. Köpfe sind abgeschnitten. Machen wir jetzt. Stell deine Kamera ein, Junge. Stell dir richtig ein, Junge. Wetsch deine Kamera gleich durch die ganze Laden hier. Ja, halt mein Smell hier auch. Irgendwie gefällt mir das nicht mit der Kamera. Machen wir jetzt. Wollen wir uns andersrum drehen? Willst du wieder Bettschrei machen hier? Andersrum, andere Sofa. Da auf dich Sofa, Mensch, oder? Ja. Komm, hier drehen wir uns mal rüber. Ey, sind wir behindert oder was? Was ist denn los mit der Kamera?